Hallo lieber Schütze, herzlich willkommen bei Inbalz Tarot. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, was im August 2024 auf dich zukommen wird. Beachte dabei immer auch die Videos zu deinem Mond, Venus und Aszendentzeichen, okay? Okay, schauen wir mal. Für Schütze bitte, was kommt im August 2024 auf Schütze zu, bitte? Das ist eine Schütze-Karte, okay? Rat des Schicksals ist unter anderem auch Schütze und das kam schon mal bei einer deiner Legungen in letzter Zeit, Schütze. Du bist ein Glückspilz im nächsten Monat. Ja, es kommt dir alles zugeflogen, alles, was du anfasst, wird zu Gold, Schütze. Du hast bei allem Glück. Du bist ein regelrechter Glückspilz nächsten Monat. Also mit Rat des Schicksals sehe ich auch, dass alles zu deinen Gunsten entschieden wird. Das heißt, falls da irgendetwas bei Gericht sein sollte, irgendeine Streiterei oder sonst was sein sollte, es wird in deine Richtung eingelenkt. Alles fließt gemäß deiner Energie, gemäß deinem Wohl hier mit Rat des Schicksals. Gleichzeitig sehe ich, dass du hier im August, Achtung, unerwartete Wendungen erleben wirst in deinem Leben. In diesem Moment, Schütze, oder besser gesagt, in diesen Momenten musst du darauf vertrauen, dass alles zu deinem Wohl geschieht und diese Kontrolle, die du über dein Leben hast, dem Allmächtigen abgeben, okay? Dem, an den du glaubst. An Gott, an Allah, an Universum, an die Aliens, an wen auch immer du glaubst, wer auch immer deiner Meinung nach die Übermacht hat, die bringen hier alles, er, sie bringt da alles zu deinen Gunsten sozusagen auf die richtige Bahn und darauf musst du im August vertrauen. Okay. Interessant. Es kommt jetzt zum zweiten Mal bei dir. Ja, direkt eine solch starke Karte und dann noch Schütze-Karte. Schauen wir mal. Sieben der Stäbe. Was ist das? Du lehnst deine Blessings, deine Segen lehnst du ab. Ja? Das ist dieses Nein, 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 Nein. Ich habe den Eindruck, ja, das ist eine ähnliche Energie wie bei einem anderen Sternzeichen, ich weiß nicht mehr welches, aber mit sieben der Stäbe, Schütze, sackst du sozusagen sechs der Stäbe ein. Warte, ich zeig's dir. Schau mal. Ah, dann nehmen wir uns die Zeit. Ja. Schau mal hier. Ich zeige dir sechs der Stäbe. Es gibt auch solche unter euch, die diese Karten zum ersten Mal sehen. Das ist sechs der Stäbe, oder? So hast du dich jetzt an dein PC gesetzt, so hast du dein Handy hervorgeholt. Dir ging's gut. Es war nicht so, dass du hier in der Misere warst. War jetzt nicht so, dass du gedacht hast, oh, jetzt kehrt sich alles zum Guten. Nee, sechs der Stäbe, mir geht's gut, sagst du. Ja, ich habe meine Siege. Ich hatte da gerade erst mit fünf der Stäbe bei etwas mein Durcheinander. Mit sechs der Stäbe konnte ich mich durchsetzen und ich bin jetzt zufrieden damit. Weißt du, Schütze, was dir hier ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass mit Rat des Schicksals, zehnte große Arkana, dein Leben sich noch mehr verändert und du dann dadurch diesen Teilsieg hier verpassen könntest. Ja, das ist so dieses, nein, das reicht, oder? Das reicht. Ich will nur, ja, sechs der Stäbe, ich will einfach nur momentan diesen Moment auskosten, mehr soll hier nicht sein. Das ist wie wenn du in einer Fünf-Zimmer-Wohnung dir endlich ein Zimmer ergattern konntest, ja, das Büro vom Gegenüber, konntest du da umwandeln zu einem Hobbyzimmer und dann wird dir eine Villa angeboten und du so, nein, mir reicht's, dass ich dieses Zimmer jetzt bekomme, ich da jetzt meine Hobbys frönen darf, ja, ich will jetzt nicht in eine Villa umziehen. Symbolisch passiert hier genau das. Ja. Ich wollte nur die Anerkennung am Arbeitsplatz. Jetzt hat mir der Chef hat mir jetzt ein Lob gemacht vor allen anderen. Ja, jetzt wissen alle, dass ich meine Arbeit gut mache. Ich will diesen brillanten Job da drüben, will ich nicht haben. Das ist ja ein anderes Gebäude und dann was? Ich soll plötzlich ein Auto bekommen für die Arbeit. Das ist Veränderung pur. Ja, eben, gell? Ja. Wenn Menschen irgendwas bereuen, dann solche Momente. Warum habe ich das, warum hatte ich Angst davor? Warum habe ich das nicht angenommen? Warum war ich in diesem Moment nicht mutig? Ja. Unglaublich, dass ich das dir, Schütze, erklären muss. Ich nehme dich immer als gutes Beispiel gegenüber anderen. Seid wie Schütze, sage ich immer.
wenn ich ab jetzt nichts sage. Du kannst dir die Fortsetzung momentan zum halben Preis holen mit dem Code Sommer24. Ja, nicht 2024, sondern Sommer24, alles zusammen und groß geschrieben. Ist ein zeitlich begrenztes Angebot. Profitiere so lang, set. Okay, zweite Kelche hier. Schütze, ich liebe dich. Jemand ist fasziniert von dir, jemand fühlt sich hier magisch von dir angezogen. Schütze, da gibt es eine Person, siehst du die Karte? Gut, ja, so siehst du es besser. Da gibt es im August eine Person, die überzeugt davon ist, dass hier eine ganz spezielle Verbindung zwischen euch beiden herrscht. Ja, und man muss hier halt schon sagen, oder? Du hast halt diese Aura und da können dann viele sich als dein Seelenpartner, deine Seelenpartnerin fühlen. Ja? Und weißt du, warum ich das sage? Ich sage, weil du diesen Menschen momentan gar nicht ernst nimmst. Du nimmst diesen Menschen momentan nicht ernst. Du sagst, oder, ja, ich bin halt charmant, oder? Ist halt ein bisschen überwältigt, dieser Kerl. Ja? Ist ein bisschen überwältigt von meinem Charme, von meinem flirtösen Art, von meiner Haltung und nimmt das als Seelenverbundenheit wahr. Dabei bin ich halt einfach so und dieser Mensch ist halt fasziniert davon. Ja, es ist so, schau mal, wenn du hier dieses Bild mal genauer anschaust, schau mal, wie die dargestellt sind. Das hier ist wie ein Popstar, siehst du das? Das ist wie eine Popstar, so aus den 80ern, 90ern, ja? Und hier ein Fan. Ah, du bist also Fan von mir. Ja? Du fühlst dich in diesem Moment wie ein Popstar und gefällt halt diesem Menschen, ne? Was soll ich machen, sagst du? Hm? Heißt noch lange nicht, dass das nur zwischen uns beiden so ist mit dieser magischen Verbindung. Ich bin halt charmant, sagst du. Und du hast da wirklich recht, Schütze. Du hast da wirklich recht, charmante Menschen erleben das immer wieder, dass ständig irgendwelche Menschen das Gefühl haben, dass da eine spezielle Verbindung besteht. Aber das ist nicht, dass man ist halt einfach charmant. Ich sehe das immer wieder. Hm. Dieser Mensch sagt, nein, Schütze, unsere Verbindung ist anders. Bei uns ist es was anderes. Okay. Ritter der Münzen. Und ich werde mich um dich bemühen und ich werde dir beweisen, dass du mich ernst nehmen sollst. Ja. Ritter der Münzen. Es kommt mir vor, wie wenn dieser, ich habe jetzt direkt einen Marathon vor Augen gesehen, vor meinem geistigen Auge. Nee, ist nicht von der Olympiade, ich habe nur Simone Biles habe ich geschaut. Ein Wundermädchen, ne? Unglaublich. Die habe ich geschaut, sonst schaue ich jetzt nicht groß was. Nein. Und ich habe jetzt, einfach vor meinem geistigen Auge direkt einen Marathon gesehen. Und Marathon ist ja, oder wenn man, wie viel ist das? Über 40 Kilometer, wenn man die Strecke rennt, wenn diese Strecke joggt, was tut man dann? Über längere Zeit hinweg, zack, 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 adäquate Leistung. Ja, man rast da nicht durch, sondern man tick, 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 joggt das Ganze durch. Und das sehe ich auch bei diesem Menschen, ja, ein Marathon, ein ganzes Marathon, den dieser Mensch hier läuft und dann über längere Zeit hinweg die gleiche Leistung zeigt. Ja. Slow and steady wins the race. Oder beim Marathon denkt man, mein Gott, das sind ja professionelle Läufer. Wenn man als Kind da eingeschaltet hat, hat man sich gefragt, warum starten die alle so langsam? Warum rennt der nicht davon? Aber dann versteht man ja mit der Zeit, wenn man über so lange Zeit hinweg was leisten muss, dann muss man zack, 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 jeden Tag ein Stück, aber dieses Stück muss man geben. Ne? Und das wirst du hier bei diesen Menschen hier sehen, wie hier vor allem über längere Zeit hinweg Interesse gezeigt werden kann. Ja? Lovebombing kann man nicht ernst nehmen. Ja, paar Tage lang die Menschen berieseln, das kann jeder. Ja? Das kann jeder. Aber über längere Zeit hinweg, zack, 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 das Interesse hochhalten und dir auch dieses Interesse zeigen, das wird dieser Mensch hier können. Das ist dann was anderes. Ja. Vier der Schwerter. Ich muss es mir überlegen. Sagst du, wie
König. Schon wieder die gleiche Haltung. Ja, ich weiß nicht so recht. Oder ich bin eine Königin der Münzen, sagst du. Das hier ist ein Ritter der Münzen. Ich weiß nicht so recht. Nimmst dein Gegenüber nicht ganz ernst, Schütze. Dabei übersiehst du hier, dass der Ritter der Münzen eigentlich ein König der Münzen ist. Ein König der Münzen, der bewegt sich nicht, der schickt den Ritter der Münzen. Ein Mensch, der als König, ich übersetze es dir so, ein Mensch, der als König der Münzen dir das zu bieten hat, was du als Königin der Münzen verdienst, legt nicht direkt alles auf den Tisch, sondern beweist hier zuerst mit einem Trailer, ja, wie der Film danach aussehen wird. Ja, ich werde hier mit diesen Karten, Schütze, schauen, was hier genau passieren wird, worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier werde ich fragen, was du vor deinem Gegenüber versteckst und was das Gegenüber vor dir versteckt. Und für jene, die hier keinen Kontakt haben, werde ich diese Zeitkarten fragen, wann hier der nächste Kontakt stattfinden wird und dir ein Datum nennen. Den Link zur Fortsetzung, Schütze, findest du hier im Bild. Falls du es aus technischen Gründen nicht sehen solltest, findest du den Link auch in der Infobox. Zur Infobox gelangst du, indem du auf den Titel von diesem Video tippst. Da einfach drauf tippen, dann klappt das auf. Ansonsten findest du es auch in den Kommentaren. Du kannst einfach zu den Kommentaren von diesem Video gehen. Ich pinne das oben immer fest. Ja, den Link zur Fortsetzung pinne ich da immer oben fest. Das rutscht nie runter. Da im obersten Kommentar findest du den Link zur Fortsetzung. Okay? Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.